Willkommen zu einem neuen Video und wir wissen ja alle, dass es viele Reality-Shows gibt, die sehr fragwürdig sind und versuchen immer extremer zu werden. Aber wenn eine Reality-Show extra in Mexiko dreht, damit diese TV-Show überhaupt legal ist, dann wird's kritisch. Wir sprechen heute über MILF-Männer. Das habe ich mir nämlich zusammen mit Julian Bam angeschaut. Und in dieser Reality-TV-Show geht es um ältere Damen, die die Liebe ihres Lebens suchen in Form von sehr jungen Menschen. Und diese Menschen sind nicht nur sehr jung, sondern sie kommen ihnen auch sehr bekannt vor. Außerdem bespreche ich mit Julian Bam noch das Phänomen ältere Dame datet jüngeren Mann und älterer Herr datet jüngere Dame. Denn in dieser TV-Reality-Show wirkt das Ganze schon wieder sehr nach Stiflers Mom, wer es nicht kennt aus American Pie, die Mutter von dem einen Sohn, der die ganzen jüngeren Typen verführt. Aber seht selbst und ich bin sehr gespannt auf eure Meinung und wir haben auch viele Fragen an euch da draußen gestellt. Dann gehen wir mal rein in MILF-Männer. Magst du dir nicht ausdenken? Folgt mir auf Instagram. Lasst mir einen Daumen nach oben da und einen Kommentar und ein Abo. Gibst du mir die dreckigen Kopfhörer immer? Mir ist egal, du kannst auch die nehmen. So was nenne ich toxisch. Und damit willkommen zu dem heutigen Thema. Oh, das hast du gut eingeleitet. Mhm. Genau, denn vielleicht ist euch auch aufgefallen, die Reality-Shows werden immer toxischer und vor allem gibt es immer mehr Alkohol, um quasi die Leute ein bisschen mehr aus der Reserve zu locken. Und du kennst ja sicherlich sowas wie Temptation Island. Gehört. Bachelor und gesehen. DSDS und Germany's Next Topmodel. Und gerade so in diesen Dating-Shows ist es halt klar, viel Alkoholkonsum. Weil die Leute kommen eben dann und machen seltsame Dinge. Sowas schaust du bestimmt auch jeden Tag. Hast alles abonniert? Klar, natürlich. Also Trash-TV bin ich voll raus. Ja, ich auch. Tatsächlich, ich gucke manchmal so Zusammenfassungen an, um einfach zu gucken, was passiert. Aber klar, für mich ist halt vieles klar gestaged. Viele gehen rein, um halt Reichweite zu bekommen oder planen irgendwelche Dinge oder besaufen sich. Also es ist voll crazy teilweise. Und ich habe so das Gefühl, man versucht immer mehr zu schocken und immer mehr die Tabus zu sprengen und Grenzen zu überschreiten. Und deswegen habe ich dir heute eine wunderbare Show mitgebracht. Vielleicht kommt die auch noch nach Deutschland. MILF-Männer. Cool. Und das schauen wir uns jetzt an, denn das sind nämlich reife, erwachsene Frauen, die natürlich auch noch ein Sexleben haben. Aber das ist nicht alles in dieser Show. Ihr sind MILFs halt, ne? Sobald du als Frau älter bist, musst du dir anhören, du bist eine MILF. Aber die machen ja auch bei der MILF-Sache mit. Ja, so. Die unterstützen das jetzt auch noch. Ja. Wie oft muss ich mir anhören, dass ich eine MILF bin? Echt jetzt? Ja, das nervt voll. Ah, das nervt mega, ja. Okay. Das ist die Villa, da wird eingezogen. Oh ja, okay. Schöne Frauen. Schöne Bilder. Es gibt ja viele ältere Frauen, die auch auf Jüngere stehen. Genau, und ich finde, es wird immer so ein bisschen auf Stiflers Mom angelegt. Mhm. Und bei Männern, die jüngere Frauen haben, ist es aber irgendwie anders. Das ist eher akzeptierter und normaler irgendwie so, ne? Ja, ich finde, MILF ist für mich irgendwie, ist es für mich respektlos. So, Mother, I want to f***. Ja. So, what the f*** einfach nur. Und bei Männern ist es aber immer so, klar, da munkelt man dann auch und tuschelt, aber es ist einfach anders angesehen. Es ist immer anders angesehen, klar. Ein DILF ist dann irgendwie... Wie heißt es dann DILF? Ja, es heißt DILF. Ach, Daddy's, I love to. Ja, MILFs ist irgendwie immer so die verzweifelte ja. Hausfrau, die keiner mehr will. So es gibt auch GILFs. Ja, Grandma. Oh. Young men have much more energy. They think out of the box. I want that. Especially in the bedroom. Die wollen einfach nochmal Jungsprunter haben mit viel Energie, okay? Ja. Das ist deren Aussage jetzt, ja? Verstehe ich. Was bieten denn jungen Männer alles? Was bietet so ein junger Dude? Ja. Warum glaubst du, dass ältere Männer gerne jüngere Frauen haben? Nicht alle, aber oftmals, wenn sie älter sind. Es kommt auch an, was für ein Gap, ne? Wenn es ein ganz großer Gap ist, ein bisschen so wie bei Leonardo DiCaprio, der immer... Das ist so witzig, ja. Also jedes Mal 25. Genau, wenn die 25 sind, dann bricht er ja ab, die ja. Beziehung, hat er eine neue, die nochmal wieder jünger ist, dann irgendwie 21. Ja, ja. Und dann sind die 4 Jahre zusammen und dann ist wieder weg, so. Vielleicht halt wirklich dieses ein bisschen Dominante dann, das man dann hat vielleicht dadurch, durch sein Alter, mehr Lebenserfahrung und so weiter. Ja. Du hörst auf mich so ein bisschen. Nee, ich finde es interessant, weil zu mir hat mein Ex-Partner, der hat mich mit der deutlich Jüngeren mal betrogen, wir haben uns ausgesprochen, weil ich halt auch gesagt habe, warum so jung? Und dann hat er gesagt, ja, es war halt einfach der Unterschied zum Beispiel, während ich mich eigentlich darüber geärgert habe, dass er nicht in der Lage ist, halt ein Regal aufzubauen, hat sie halt gesagt, boah, du bist so begabt in Sprachen und boah, krass, du hast ein eigenes Auto und boah, krass, du hast eine eigene Wohnung. Also sie hat noch Sachen appreciated, die für mich eigentlich selbstverständlich waren, weil ich auch schon im Alter war, wo man das halt hat.
Und das meinte er halt, es hat ihm halt gut getan. So ja, bewundert zu werden ja. Dann vielleicht. Also in extremen Fällen dann, wo wenn das Mädchen jetzt irgendwie so crazily 20 Jahre jünger ist oder so weiter, ja, dann ist das wahrscheinlich so eine Sache. Ne? Oh, du bist so weise, bist so groß, du stehst so weit mitten im Leben und dann brauchst du vielleicht einen Mann, der irgendwie an seinem eigenen Selbstbewusstsein nagt. Mehr, ja, ne? Und auch bei Frauen ist ja genauso, wenn du halt jemanden Jüngeren hast, dann fühlt man sich ja auch irgendwie automatisch jünger. Aber ihr könnt sich über gewisse Dinge einfach noch keine Gedanken machen und so ein bisschen aus diesem eingefahrenen Alltag rauszukommen. Merkt das immer, wenn ich mit den deutlich jüngeren Creatoren was zu tun habe, worüber die so nachdenken und was so meine nächsten Steps sind, denke ich immer so, würde ich doch nochmal vielleicht gerne nochmal zurückgehen, wenn es mir ein bisschen serious wird. Aber hast du denn ein Problem, wenn da jetzt eine 30-jährige Frau mit einem 50-jährigen Mann zusammen ist? Nee, du hast recht, das ist immer so die Zeitspanne. Weil meine Mutter ist ja auch 12 Jahre älter als mein Papa. Als er 19 war und sie halt 31 mit zwei Kindern, war es schon so, und jetzt mittlerweile ab einem gewissen Alter hat es niemand mehr gejuckt. Aber schreibt uns in die Kommentare, was ihr dazu meint und denkt. I have an extremely high libido. Is that too much saying? I have an extremely high libido. Should I just have said high libido? Die Männer, so, was haben denn die? Warum wollen die das? Haben die zu viel American Pie geguckt oder ist es doch eher... Ja, die haben natürlich, ich kann mir schon vorstellen, ne? Da werden junge, attraktive Boys gesucht und dann wirst du noch ausgewählt. Du bist high bei der Show, in der Villa, Alkohol und dann sind das ja auch attraktive Frauen dann. Ja, voll, die Power, sehen auch richtig gut aus, ne? Die auch interessiert sind an sie. Alle Sixpacks. Alle, wirklich alle Sixpacks. Ja, aber wirklich, es ist voll frustrierend. So, let's go. Whoa! Hey! All right now. Arr. So curious as to what I could find here. I mean, this is it. All of my moments have led me to this one. And hopefully there's somebody here that is gonna be interested in me. I can be interested in them. Und jetzt kommt nämlich der Plot Twist der Show. What's going on? Wait, there are moms? Es sind ihre eigenen Söhne. Nein, was? Echt? Das sind alles Mütter, die ihren Sohn mitgebracht haben. Genau, und die wussten es aber nicht. Und jetzt sind die quasi in der Villa und daten gegenseitig die Söhne der anderen. Das ist doch so weird, wenn du dann überlegst, du bist vielleicht. Und die schlafen alle in einem Zimmer. Aber die mussten die, die wissen es doch. Ich denke auch, dass sie es wissen, aber es ist trotzdem unangenehm, dass sie es dann überhaupt machen. Okay, wenn die es wissen, dann ist es super unangenehm, dass sie mitmachen. Ja. Wenn die es nicht wussten, dann ist es super unangenehm und dann würden die wahrscheinlich aussteigen. Ja, auf jeden Fall, glaube ich auch. Okay. That's my mom right there. Nee. Hat es auch voll schlecht gespielt, ne? Oh, das That's ist meine Mutter. That's my mom right there. Oh, oh. Umso öfter ist alles aus wie ein Crimex übrigens. Stimmt, das ist echt so ein Crimex. Das ist voll ein Crimex. Richtig. Okay, ist das echt gespielt, ne? Das ist so hart gespielt. Dios mio, mi vida. Boah, ist das unangenehm, das ist sorry. So richtig gespielt, ne? Ja, ja. I am really confused right now. What is really happening here? Ja, genau. Ja, ja. Oh, das wusste ich ja nicht. Ich habe auch nicht unterschrieben, weil ist ja auch nicht so, dass wir in der Familie darüber reden würden. Aber es ist auch krass, wie Sachen teilweise immer auch härter konstruiert werden müssen, damit die Leute, weil sie schon so sensibilisiert sind, überhaupt Bock haben auf so eine Show, ne? Ja, voll. Wait, that's my mom right there. This can't be going on. Ich glaube, die Reaktion wäre, wenn es wirklich real wäre, noch mal weitaus krasser. Ich glaube auch. Ich glaube, das wäre dann so, ne. I'm like completely shocked. I see my son back there and it's like, who are all these guys? This is crazy, bro. Vor allem egal, ob du auch irgendwie was unterschreibst, ein NDA, um nicht zu reden, mit der Familie redest du. Ja, ist so, ja. Mama, wo gehst du jetzt einen Monat hin? Ich lass mich von jungen Typen durchführen. Und du? Geh alte Frau durch. So, also, als ob man da nicht redet. Yes! Sie hat sich gefreut. Hä, warum? Hi. So young. Hi, so young. Oh, amazing. So young. Sie ist so young, wie geil. My name is so old, so young. Oh Gott. I think I have an eye on Jose. He's a perfect age for me. He don't have a tattoo. He's got green eyes. Ah, die sieht auch richtig cool aus. Kind of what I'm looking for. Oh, krass, ey, das ist auch voll. Jane, how are you? It's good. Good. Yeah. Ja, finde ich irgendwie also weird. All these women are significantly older women, so it's pretty alarming. Not in a bad way. Not in a bad way. Let's go. We need to hit the bar. Aber die haben sich ja schon direkt verkuppelt so miteinander. Das ging auch ziemlich schnell so. But then I started looking at these women and I was like, damn, they are kind of beautiful. Sind die wirklich... Das ist so weird, ne? Wenn du deinen Sohn siehst, wie er einen anderen rumbackert und vielleicht auf einer Party mit einer anderen rumleckt. Ja. Einmal hatte ich ein... jemand, das war aber schon, da war ich noch wirklich vor der YouTube-Zeit noch, habe ich mit einem Girl getanzt so und dann kam die Mom dazu. Von ihr? Ja, und dann habe ich mit beiden getanzt und ich habe es damals gar nicht gecheckt so richtig. Ach, weil die so jung aussah auch? Nee, dass die dann mich beide quasi
mitnehmen wollten. Echt jetzt? Ja, ja. Und dann? Zu zweit? Also die haben dann wirklich miteinander gesprochen, gesagt, wir nehmen den jetzt mit. Genau. Quasi. Und die wussten das beide. Es war nicht so, die eine hatte ich angemacht und die andere wusste nichts davon, hatte ich auch angemacht. Nee, die waren schon dann zu zweit. Ne? Aber die wollten dann zusammen mit dir Snoo-Snoo. Genau. Aber es ist ja voll heikel, weil im Pornofilm ist es ja zum Beispiel so, da gibt es ja so, zum Beispiel so ein Zwillingspärchen und da ist es so, die dürfen sich während des Aktes nicht berühren. Sonst ist es... Ach so. Ja, das weiß ich nicht. Also ich bin da auch nicht dann mitgegangen damals, weil ich das auch gar, ich habe gar nichts verstanden, sondern ich war auch mies Besowski da in der Zeit. Ne? Mittlerweile trinke ich auch keinen Alkohol mehr. Das ist eine Party, ne? Ja. Da sehen wir nochmal. aber es war, ist mir so hängen geblieben. So. Wir haben dann zu dir gesagt, hey, willst du mit? Wir sind Tochter und Mama genau, ja, ja. Und du. War auch voll nett und alles so voll. Und da habe ich einfach nur gemerkt, so krass, es haben viele auch ganz anders offen. Und ich dachte mir so, krass, meine Freunde und deren Familie und so, da wäre das niemals möglich gewesen. Ja. Aber bei denen war es halt normal. Und ja, ich finde es auch nicht schlimm, wenn sie beide mit dir tanzen und zusammen weggehen und so. Aber ich finde dann dieses dich da einladen zum... Finde ich ein bisschen komisch. Also, die haben mich dann auch nicht so ganz direkt eingeladen. Die haben nicht gesagt, jetzt so, komm mal mit. Aber es war klar. Aber es war irgendwie schon so klar, ja. Boah, das ist aber. Habe ich noch nie erzählt? Oder ich nein, das ist noch nie erzählt. Ja, krass. Finde ich war der Vince nicht sogar dabei? Vince hat mich da irgendwann, glaube ich, sogar nach Hause getragen. Einmal hat der Vince mich nach Hause getragen, aber ich weiß nicht, ob es dann da an dem Tag war. Ja, okay, gut, machen wir einfach weiter das Video. Da ist aber gerade jemand ganz happy in Gedanken. Nee, ich bin einfach so, voll nostalgisch gerade. You are not exactly on the show you thought you were on. You are now in the same dating pool. Achso, der kriegt jetzt quasi von der Regie. Have an experience you may have never imagined. Die Villa steht übrigens in Mexiko. Mhm. Das hat einen Hintergrund, weil es dort, die erlauben ein bisschen mehr. Oh Gott. Hey, crazy. Ja. Das ist einfach Inzest erlaubt. Don't judge me. So you're gonna be 24, your son's 23. No, he's 20. No, I'm gonna be 21. Oh, you're the baby. You're gonna be 22, right? I'm gonna be 22. Oh Gott, das ist awkward. Also ich wäre ungern da. Ich auch. That's a beautiful ring, by the way. Thank you. It kind of reminds me of your face. How do we... Die sind da richtig hart am Flirten. Oh Gott, vor allem sind so diese Anfangssätze. Oh Gott. So if you're gonna have a younger guy, there's gonna be a lot more sex, I would think. Ja, Joey, höchstwahrscheinlich. Ich meine, es ist ja auch nicht verkehrt. Die wollen sich auch mal ausleben und klar, so weiter. Das ist ja auch alles cool und so weiter. Genau. Trotzdem schwingt da schon so ein bisschen was Unangenehmes. Ja, vor allem diese Show tut es auch wieder so schlecht darstellen, wenn ältere Frauen jüngere Männer haben. Gibt es sowas auch für ältere Männer mit jüngeren Frauen? Weißt du, was das so unangenehm macht? Die beiden daten sich jetzt so, ne? Das wäre okay. Aber weil seine Mutter ja auch da ist und vielleicht ihren Sohn datet, das macht diese komische Spannung. Dieses weirde, da flirten die ganze Zeit voreinander und irgendwie ist die Mutter daneben sagt so, toll, so, ja, super, ja. Und jetzt doch mal mehr stoßen. Ja. Gabriel and I are both here because we wanted to take this adventure. It literally fell in our lap from the heavens. Ich dachte, die wussten davon nichts. Ja. There's this super hot guy named Jose and he seems like a safe bet because he's very family oriented. You can see he's like tied to his mom's hip. So I feel like he would definitely just have my back and be by my side and auf den hat sie es abgesehen. In my corner. You're not calling him dad, you're calling him daddy. No, I'm calling him daddy. Oh, oh, ist das unangenehm. Ja, das, aber ich denke mir auch die ganze Parallel, dass die ihren Spaß haben. Ja, ist irgendwie so ein Zwischending. So, diese Aufmachung ist halt dumm. Die können ja machen, was sie wollen. Aber das ist ja genau das, was der Sender ja möchte mit der Show. Einfach genau das ausdrücken, was wir ja gerade beide empfinden. Das ist so, ja, ist eigentlich cool, ist lustig, halt lachen und so, aber irgendwie ist es auch weird und ich gucke weiter. Ja, 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 genau. Ich bin halt, vor allem, sie werden es ja noch ein bisschen aufheizen. Kelly, I'm 50 years old and my alter ego is Disco Mommy. Until the first guy I dated out of my marriage, right? And he was like 14 years younger. And then it became like kind of a theme that all these younger guys I kept like hanging out with and dating. And we literally had the best time. And they taught me that, you know, they could be drawn to an older woman. And then I realized I can teach younger men a lot of things. What are these things that you can teach them? Uh-huh. I don't know if I can say that on TV. Uh-huh. Also sie sagt, dass sie da natürlich auch jüngeren Leuten gut was beibringen kann und so weiter. Ja, stimmt ja auch. Ja, eben kann man von beiden Seiten aus lernen. See you tomorrow, be smooth. Yeah. No, we're going in together. Sleep easy. Boah, sind ja auch noch befreundet. We're going in together. Bye, Joey. How we gonna move? Boah, das fand ich halt so dein Kollege geht gerade mit deiner Mom so. Das, how can I do that? Can you pick her up? How we gonna move your mama out of the room? Und dann immer diese Witze, ne? Das ist no. Weird. Are we kicking Joey out of my room? Das finde ich einfach weird. Ich bin einfach anders erzogen. Ich judge niemand, weil er offen umgehen kann. Ich habe meine Mutter auch über alles reden. Aber in einem
anderen Kontext. So, wenn ich jetzt mit einem Typen aufs Zimmer gehe, sagt meine Mutter nicht, ja, Mann, Jasmin, hart. Ja, gutes Girl, let's go. Und jetzt nehme ich deinen Vater und dann ich jetzt auch. So, diese Distanz haben wir schon noch, weißt du, was ich meine? Irgendwie schon, ja. Und ist dann auch vor der Kamera. Es ist auf, eine sehr verrückte Show auf jeden Fall. Guck mal da, die ganze Zeit. Oh mein Gott! Und er kriegt. Das war ich, als ich das erste Mal meine Eltern in Flagranti erwischt habe. Ja. Weißt du, das ist voll das Meme. So. Das ist als Kind dann so, oh mein Gott! Ja, der steht vor Fanny. You gotta be joking. Just chilling. Ich meine, ist ja, wenn die so locker miteinander umgehen, es ist eine Show, aber irgendwie ist es trotzdem für mich befremdlich. Don't be a hater, Joey. Ma, you gotta chill out. Komm, serious. Ja, das ist die Situation, dass sie alle miteinander dass sie es mitkriegen, sind. Weißt man kann sich ja ausnehmen, wie er will, aber ich finde irgendwo, ist es seltsam. Billy and I had a great first date. Krass. And now he's setting up this. Die haben's gemacht. Hot tub session in Paula in Jose's room, so his mom can't be creeping in on us. Heftig. Ist jetzt zum nächsten? Also das ist dieselbe Frau, die jetzt aber zum nächsten geht. Oh my God, it's so hot. Was bin ich sehend? Wow. Er guckt sie so an, als würde sie küssen wollen, oder? Mm-hmm. Das ist ja auch aufgefallen. Ja. Yeah. It was like so nice. But it had aber irgendwie. Yeah. Crazy, yeah, sie hat. The girls are always popping out, you know, the headlights are always on. It didn't bother you when you were a baby sucking on a meter. What? Because I needed the milk. You were really thirsty. Oh, das ist auch so ein unangenehmes Gespräch. Oh, und dann, dass sie auch noch zusammensitzen, dann später und dann darüber reden. Okay, also jetzt kommen Challenges und das Kritische hierbei ist, und deswegen sind wir auch in Mexiko, weil die jetzt anhand des Anfassens der Männer ihren eigenen Sohn erkennen müssen. Und ich glaube, ich würde meinen eigenen Sohn nicht erkennen, weil ich meinen eigenen Sohn so nicht begrapschen so begrapschen würde. Oh mein Gott, das, okay, das geht. Disco Mommy's in the house. Boah, das ist näher. Da. Oh, das ist so weird. Ich find's irgendwie befremdlich. Ich kann nicht. Boah. I don't think so. Nope. Nope. Oh, nee, ist das unangenehm. Joey? Oh, nein, ist er nicht. Oh Gott, das ist so weird einfach nur. Weil das immer die Mom da sitzt, dann die Frauen, die Mütter so auf der Couch und dann spielt man solche Touchy-Spiele irgendwie, die auch irgendwie. Ich stelle mir das richtig so vor, als wäre das so ein Science-Fiction-Film, totalitärer Staat und die Leute machen so Hunger Games-mäßig so irgendwelche Shows mit den Menschen, einfach so nur zur Belustigung für. Ich sag auch oft, irgendwie fehlt nicht mehr viel bis zu den Hunger Games. Also ich glaube, das ist gar nicht absurd, dieser Film, weil man immer einen draufsetzen muss, immer mehr schocken muss. Jetzt geht man schon nach Mexiko, weil man irgendwie Inzest betreiben könnte und keine Ahnung. Diese Sendung hat ja auch gar keinen Mehrwert. Ich finde eher, sie macht wieder dieses ältere Dame, junger Typ, zieht sie wieder ins Lächerliche. Wieder, ach, die Verzweifelte, die hat es nicht geschafft. Aber eher auch so ins Unangenehme, ne? Ja, weil es ist ja eigentlich keine unangenehme Situation. Eine ältere Dame kann doch auch einen jüngeren Freund haben oder auch einen. Voll. Und ich fände es auch echt mega spannend. Vielleicht könnt ihr es uns erklären, warum ist dieses Phänomen so? Und ich glaube, das war bei dir auch so, dass man sagt, älterer Herr, jüngere Dame, okay. Und bei ältere Dame, jüngerer Typ, wird es immer so ein bisschen mit dem Beigeschmack von, oh, die Verzweifelte. Die MILF so ins Negative betitelt. Also jetzt ich als Dude, wir sind ja jetzt nicht so, dass wir sagen, eine ältere Frau, nee. Generell kriege ich ja oft so dann das Feedback, jetzt bist du eine geile MILF. Oder wenn man halt als Frau älter wird, dass man dann die MILF ist und auch wie es damals bei American Pie irgendwie so ein bisschen mit die verzweifelte Ex-Frau, die alleine ist und ungefähr ist. So, um es mal hart auszudrücken. Und der Mann ist halt irgendwie der Macher, der hat das Geld, der hat es geschafft, der hat eine junge, hübsche Frau. Warum das so ist? Ja, also ist ein mega spannendes Thema, deswegen bin ich sehr gespannt auf eure Kommentare. Ich habe auf vieles nicht die Antwort und vor allem den Ursprung, den zu erklären, woher das kommt, fände ich sehr interessant. Und ich finde, durch meine Eltern habe ich gelernt, das war nie ein Nachteil und deswegen sage ich, ab einem gewissen Alter kennt Liebe keine Grenzen und dann sollte man lieben, wen man will und am Ende ist es wichtig, dass ihr glücklich seid. Ja. Gutes Schlusswort. Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Was sagt ihr zur Show? Schon was gehört? Und vor allem, wie erklärt ihr euch diese Phänomene? Bitte sachlich bleiben und wir sehen uns in den Kommentaren. Ich bin gespannt. Und von Jules sind unten auch ganz tolle Videos. Egal. So, erstmal in die Kommentare schreiben. Ich bin auch gespannt, was ihr so schreibt.